nichts. Okay, dann vielleicht in der unteren? Also im unteren Silo? Gehen wir heute mal unten schon. So viel Hickhacke. So. Einmal darauf gehopst. Da war das Seil. Haben wir ihn gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden! So. Du hast den Kompass wieder gefunden, Autumn. Wie schön. Wo haben die Zwillinge ihn versteckt? Oben auf dem Silo? Diese Rabauken wissen ganz genau, dass Kinder das absolut nichts verloren haben. Ich werde ein erstes Wörtchen mit den beiden reden müssen. Aber erst zeige ich dir, wie der Kompass funktioniert. Also, der Kompass funktioniert folgendermaßen, Autumn. Nimm den Kompass und sag die magischen Worte, oh, goldener Kompass, der Goldspurwächter befiehlt dir die Richtung, des zum geheimen Pfad zu weisen. Etwas zu übertrieben, wenn du mich fragst, aber mein Papa mag es dramatisch und er weiß, seine magischen Worte gefunden hat. Es ist also so, was es ist. Nun ja, nach dem Aufsagen des magischen Wortes weist der Zeiger auf den Kompass die Richtung zum magischen Meilenstein, zu dem du reiten musst. Wenn du dort angekommen bist, platzierst du den Kompass drauf und sagst dir nächsten magischen Wortes, oh goldener Kompass, der Goldspurwächter hat sein Ziel erreicht. Der Kompass zeigt daraufhin in die Richtung zum nächsten magischen Stein. Und dort machst du das gleiche, so lange bis du den Anfang des geheimen Pfads findest. Ich weiß nicht, wo der Kompass eigentlich zum geheimen Pfad sein kann, aber Papa war nun mal sehr wählerisch. Verstehst du jetzt, wie der magische Kompass funktioniert? Gut, viel Glück. Ah, interessant. Aber zuerst müssen wir noch das andere erledigen, da wir den Eingang brauchen. Sonst werden wir nicht weit kommen. So, bei den Stadtarchiven wollten wir noch nachkommen, genau. So, bleh. Leute, wie schon die Welt zu steuern. Fragt dich, ob ich ein Dokument aus der Stadtbibliothek ausleihen kann? Das glauben wir normalerweise nicht. Aber vielleicht können wir bei dir eine kleine Ausnahme machen. Über welches Dokument handelt es sich denn? Den Jarlassen-Code? Der ungelöste Code, der einst Johnny Jarlassen gehörte? Ist dir klar, dass es eins der wertvollsten historischen Dokumente ist, das die Stadt besitzt? Kommt nicht in Frage! Ja, geh erst du erst einmal aus meinem Pferd raus. Wie wär's damit? Es tut mir leid, Ortum, aber historische Dokumente müssen vor ausgebildeten Historikern gehandhabt werden. So, dass es undenkbar wäre, dich mit diesem Dokument herumhandieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre mein unfähiger Bruder auf die gekommen, dich reinzulassen. Aber er ist zum Glück verschwunden. Typisch. Ich bat ihn, eine Reihe wichtiger Dokumente bis morgen in der Früh zu unterschreiben. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass er sich beeilen soll. So. Ich sehe dich.
Hey, was geht? Hast du Jill gesehen? Ich versuche, mich vor ihr zu verstecken. Sie will, dass ich arbeite. Schlimm, was? Sie will, dass ich diese langweiligen Dokumente hier ausfülle. Siehst du? Schau dir das mal an. Ups! Hoch. Da fliegen alle wichtigen Dokumente vom Wind davon. Wie schrecklich. Da kann man wohl nichts machen. Sollen wohl ein paar Videospiele spielen. Autumn, du willst in die alte Bibliothek rein? Warum? Da gibt's doch die Tolles. Eine Menge Bücher und Papiere. Du musst rein, aber Jill lässt dich nicht. Okay, natürlich regle ich das, mein Freund. Aber vielleicht kannst du mir hier vorhelfen. Ja, das ist cool. Jill wird sauer sein, wenn ich diese Papiere nicht unterschreibe. Kannst du es erledigen? Bitte, bitte. Ich verspreche dir auch, in die Bibliothek zu lassen. Hilfst du mir? Super duper. Hier, nimm meinen neuen Stift. Der ist Wahnsinn. Natürlich absteigen, was sonst, gell? Alter. Ernst jetzt? What? Viele Stunden später, genau. Oh Gott, ich spüre meine Hand nicht mehr. Was, du bist schon fertig? Klasse Schiff, was? Also, da wäre noch eine Sache, die du für mich tun könntest. Bitte? Cool. Weißt du, was hier in der Stadt... Weißt du, alle hier in der Stadt haben etliche Meinungen, was ich machen soll. Ich versuche dem Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken, aber jetzt habe ich dir versprochen, die Bürger von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist wohl ganz gut für mein Image, wenn ich mich dort blicken lasse und ich stimme zu. Wer will nicht so gerne wie eine nette Person wie mich treffen? Aber ich habe nicht wirklich Zeit. Ich habe zurzeit wichtigere Dinge zu tun. Bürgermeister-Sachen, du weißt schon. Vielleicht kannst du das für mich erledigen? Kannst du das? Bitte? Cool, komm später einfach und ich lasse dich in die Bibliothek, ich schwöre. Okay. Müllabfuhr ist ja eine reine Katastrophe. Das letzte Woche sah ich eine Ratte über die Straße laufen. Früher war es besser. Wenn Elaine Goldspur noch hier wäre und Bürgermeister wäre, wäre alles wieder in Ordnung. Okay, die Leute scheinen nicht wirklich begeistert. Kann die Stadt keinen Aufzug runter zum Hafen bauen? Der Weg ist zu weit. Die Müllabfuhr leistet gute Arbeit. Es gibt kaum Ratten. Was soll meine Katze da fressen? Okay, so, das ist ein bisschen widersprüchlich, okay. Warum nicht das siegelgebrannte Haus auf der Insel des Morschen Zauns abreißen? Ich habe gehört, dass es verflucht sein soll. Okay. Weh. Pferd. Ja, super. Oh, ich weiß, wo Jack ist. Ist er wieder verschwunden? Nun ja, Jack ist etwas unzuverlässig, wie du weißt. Ich denke nicht, dass er dich reinlegen wollte, aber es war sicher nur gelangweilt. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, was du über die Bibliothek gesagt hast. Ich kann dich zwar nicht hineinlassen, aber ich kann dir anders helfen. Hier hast du eine gescannte Kopie des Jahreskodes. Bring sie zu Dorit. Okay, natürlich, das hätte er natürlich auch früher einfallen können, aber... Nun gut. Da habe ich es aber mit meiner Steuerung. So, Dorit. Hui. Stehpferd.
Du hast den Jalas ins Code gefunden? Gut. Gut gemacht, Autumn. Aber jetzt beginnt der schwierige Teil. Wir müssen den Jalas Code knacken. Leider ist die Anleitung zum Knacken des Codes verloren gegangen, aber ich weiß, wie... Aber ich denke, ich weiß, wie das ging. Sieht nicht allzu kompliziert aus. Ich bin gut in Mathe. Kann sie sicherlich entziffern, aber ich brauche deine Hilfe. Sehr viele Dinge, die man gleichzeitig im Kopf behalten muss. Wenn du mir beim kleinen Kopfrechenübung hilfst, lösen wir den Code mit Sicherheit. Bist du bereit? Also wenn A eine 3 und B eine 4 ist, C eine 5, was ist dann D? 6. Gut, lass uns mal, lass mich mal sehen. Wenn C eine 40, B eine 30 und A eine 20 ist, was ist dann D? 10. Was? Nein, das kann nicht richtig sein. Hä? Aber sieh mal. Ja? Also, C eine 5, was ist denn D? C eine 40, B eine 30, A eine 20. Achso, ja. Sorry, falsche Richtung. 50. Noch eine Sache. Wenn A eine 6, C eine 12 und E eine 18 ist, was ist dann F? 6, 12. Oder? Ah, na, okay, dann 21. Mein Fehler. Aber 7. 6. 50. 21. Ha, ich glaube, wir haben den Code gekackt. Danke für die Hilfe. Ich denke, ich fange an zu verstehen, wie der erste Code aufgebaut ist. Ein anderer Teil ist noch übrig. Okay. Denken wir die Daily irgendwo mal gerade? Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, bevor die Jalas den Code wirklich versteht. Hoffentlich denkst du nicht, dass meine Fragen seltsam sind, aber ich verspreche, dass sie dir helfen, einfach alles besser zu verstehen. Bereit, gut, lass uns hören. Wenn schwarz weiß ist und heiß kalt, was ist dann schwer? Reicht? Gut, schauen wir mal. Wenn 1 eine 3 und 2 eine 4 ist, dann ist 1 plus 2... Kopfschmerz, ist das wirklich der Hammer, das auszurechnen? 7 vielleicht? Gut, gut, versuchen wir es damit. Hut und Mut, Berge und Zwerge, Koch und Loch. Ha, ich glaube, ich habe Code geknackt, danke für deine Hilfe. Gut, was fertig. Ich muss noch herausfinden, wer das letzte Stück insgesamt passt. So, bist du bereit? Das ist wahrscheinlich der schwerste Teil. Jetzt denkst du sie sicher, dass meine Fragen verrückt werden, aber keine Sorge. Es wirkt vielleicht unkonventionell. Aber es ist ehrlich gesagt eine sehr gute Methode, die ich da habe. Der Fing, Garnele, Garnele, Qualle, was jetzt? Hai? Banane, Apfel, Orange, was jetzt? Birne? Ball, Erdball, Blase, was kommt als nächstes? Sonne? Ha, ich glaube, ich habe den Code geknackt. Danke für deine Hilfe. Ha, wir haben es gelöst. Ich schreibe die Entzifferung auf. Hier bitte, mit dieser Anleitung wirst du an den Fallen auf dem geheimen Pfad über das Krautalgebirge kommen. Du weißt, wo es beginnt, oder? Ansonsten rate ich dir, auf der Goldspur anwesend nachzufragen. Dort kennt man den Weg. Du weißt, wir fallen auf den geheimen Weg vorbeikommt. Du kennst, wo man den Pfad befindet. Das haben wir gut gemacht, Ortum. Hier ist die Entzifferung des Jalas-Codes. Alles lupenrein und aufgeschrieben. Wenn es dir genau durchliest, solltest du auf dem geheimen Pfad über die Krautalgebirge reiten können. Erzähle Hermann von diesen guten Neuigkeiten. Grüße ihn von mir. Und meiner Familie. Wir stehen auf deiner Seite im Kampf gegen die GED. Aber das weiß er bereits. Bis dann, Ortum. So ist halt jetzt die Frage. Wir gehen zuerst zu Hermann. He's a stranger to summer.